So, ihr Lieben, herzlich willkommen bei Jens von Minga Gaming. Ich grüße euch mal wieder auf unserem Kanal zum Landwirtschaftssimulator 22. Hier wieder ein kleines Tipps-Video von mir, ein kleines Tutorial. Für Neueinsteiger sicherlich interessant, denn ihr werdet euch wie ich auch Stück für Stück an das Spiel ranarbeiten, an die ganzen Inhalte. Es ist ja wahnsinnig komplex. Heute ein kleines Tipps-Video und zwar, wie transportiere ich eigentlich Waren? Ich meine jetzt gar nicht großartige Sachen, sondern ich möchte euch mal ein paar Beispiele geben. Ich habe hier zum Beispiel meine beiden Honigstöcke, meine beiden Bienenstöcke natürlich und dann habe ich hier beispielsweise das Gewächshaus, wo ich einmal Tomaten, wo ich einmal Salat und wo ich einmal entsprechend auch Erdbeeren lagere. Und ich habe da oben zum Beispiel auch aktuell meinen Hühnerstall und die Hühner produzieren natürlich fleißig Eier. Jetzt hatte ich mir zu Beginn meiner Karriere ja unter anderem diesen Pickup gekauft, damit ich von A nach B komme. Und ich habe mir mittlerweile diesen Anhänger gekauft, denn in diesem Pickup immer wieder hier, ich sag jetzt mal 4 bis 6 von diesen Paletten zu lagern, so roundabout. Wer es bisschen geschickt macht, kommt vielleicht auch mal auf 8, je nachdem wie ihr die stellt, aber das Ganze dann Richtung Supermarkt zum Beispiel zu fahren, ist schon eine wackelige Angelegenheit, ist zumindest meine persönliche Erfahrung. Abhilfe schafft da auf jeden Fall dieser Anhänger hier. Den will ich euch im Menü mal zeigen, beziehungsweise generell, wo ihr diese Anhänger findet. Dazu gehen wir mal hier ins Kaufmenü rein. Und den findet ihr nämlich unter Diverses. Und hier könnt ihr im Prinzip dann für euren Pickup, wie ihr hier seht, ihr könnt auf die einzelnen Anhänger raufgehen, könnt dann unten, das ist zumindest auf der PlayStation 5 so und auf der 4 dann sicherlich auch, auf den rechten Button oben raufdrücken und dann seht ihr, womit ihr das kombinieren könnt. Das heißt, diese Anhänger hier sind durchaus alle, also der natürlich jetzt hier hinten nicht, aber diese drei Anhänger sind zum Beispiel für den Pickup geeignet. Ihr müsst natürlich dann auch gucken, wie viel ihr hier an Waren dazuladen könnt. Ich habe mir jetzt erstmal den hier für 8.000 Euro gegönnt und ich finde, er macht einen guten Job. Ich komme hier relativ gut zurecht, kann immer wieder die genannten Waren von mir hier relativ entspannt transportieren. Hier könnt ihr dann auch die Ware mit einem Ladegut sichern und könnt das dann entsprechend dort verkaufen, wo ihr es verkaufen müsst. Zum Beispiel diese Sachen, die jetzt hier drauf sind, das ist natürlich so ganz typische Supermarktware. Oder wenn meine Schafe, die hier vorne ihren Stall haben, dann eine gewisse Menge Wolle produziert haben, dann verkaufe ich natürlich die Wolle entsprechend auch an die Spinnerei, weil die natürlich mehr Geld bietet. Ich hoffe, das hat dem einen oder anderen von euch geholfen, denn auch ich habe hier ein bisschen rumgefuchst und rumgeschaut, bis ich für mich gefunden habe, dass das ja eine relativ gute Lösung ist und auch mit diesem 8.000 Euro-Anhänger. Finde ich, ist das eine ganz preiswerte Lösung. Mein Tipp auf jeden Fall auch noch, holt euch für euren Hof einen Gabelstapler, weil es auch Objekte gibt, wie zum Beispiel den Honig, den ihr nicht mit der Hand sozusagen hier auf den Anhänger oder den Pickup selber laden könnt, sondern dafür braucht ihr einfach einen Gabelstapler. Nur ein kleiner Tipp am Rande. Der ist ja auch dann multifunktional auf dem Hof einsetzbar. Solltet ihr also in einen kleinen Gabelstapler investieren, so mega teuer sind die nämlich gar nicht. Ich hoffe, euch hat das kleine Tipps-Video wieder mal gefallen und wie gesagt, es gibt mittlerweile den Test auf dem Kanal, es gibt mittlerweile eine ganze Reihe an Tipps und Tutorial-Videos. Schaut sie euch gerne chronologisch an, kann das jedem Neueinsteiger nur empfehlen, aber natürlich auch alten Hasen. Vielleicht habe ich sogar für euch hier und da noch einen Tipp, den ihr vielleicht nicht kanntet. Ansonsten Dankeschön fürs Reinschalten wieder einmal, euch eine schöne Zeit gerne weiterhin auf unserem Kanal. Danke Dankeschön fürs Reinschalten. Bis zum nächsten Mal. Ciao und Servus, euer Jens von Minga Gaming.